Thema Zwischenwelle. Zwischenwellen bei den Porsche Wasserboxer Motoren M96 und M97, verbaut in Boxster, Cayman 996 und 997, der Baujahre Ende 97, also 98er bis inklusive 2007. Ein Grund, warum es zu Motorenschäden kommt, sind Probleme oder Schwächen an der Zwischenwellenlagerung, aber auch an der Zwischenwelle selbst. Und um das einmal zu erläutern, stehen wir heute hier und haben ein paar Teile aufgebaut, die Ursache verdeutlichen. Es gibt drei verschiedene Zwischenwellentypen. Typ 1 ist die Zwischenwelle, die im Boxster und im 996 bis 1999 verbaut wurde. Typ 2 ist die Welle, die bis 2004 verbaut wurde. Und Typ 3 ist die Welle, die in den letzten 996 Facelift, aber auch bereits in den ersten 997 Motoren verbaut wurden. Die Wellen unterscheiden sich primär in der Art der Lagerung. Man sieht hier verschiedene Lager, verschieden groß, verschiedene Bauhöhen. So kann man es besser verdeutlichen. Alle Lager durchweg bezeichnet man als geschlossene Lager. Geschlossene Lager sind Lager, wo man weder Kugeln sieht oder Rollen sieht im Lager, sondern man sieht in der Regel zwei schwarze Deckel. Und diese schwarzen Deckel sorgen dafür, dass die Fettfüllung im Lager nicht nach außen tritt. Im Gegensatz zu einem geschlossenen Lager gibt es auch offene Lager. Nehmen wir das mal als Beispiel. Dieses Lager ist ein offenes Lager. Dieses Lager ist ein geschlossenes Lager und ein offenes Lager hat keinen Kunststoffdeckel, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern man sieht den Lagerkäfig und man kann auch die Kugeln oder die Rollen erkennen im Lager selbst. Der Nachteil bei Lagern, die geschlossen sind, ist der, dass diese Lager nicht vom Öl, in dem Falle vom Motoröl, geschmiert werden, sondern ausschließlich von der Fettfüllung. Die Lager sind hermetisch dicht oder nahezu hermetisch dicht und aufgrund der hohen Temperaturen im Motor kann es dazu kommen, dass die Lagerung selbst im Lager Schaden nimmt und minimale Späne sich in dem Sinne nicht nach außen bewegen, sondern im Lager bleiben und das Lager aufreiben und dann ist das Lager schnell kaputt. Man kann bei den Porsche-Motoren oder bei den Wellen bei den Porsche-Motoren kann man offene Lager einsetzen. Man kann aber auch Lager besserer Qualität verwenden und man kann auch Lager von einem anderen Lagertyp verwenden. Ein Lagertyp wäre zum Beispiel ein Kugellager, wäre ein Lagertyp. Im Vergleich dazu wäre ein Rollenlager ein anderer Lagertyp. Kugellager können gewisse Kräfte gut aufnehmen, aber andere Kräfte auch nicht. Ich rede von axialen und radialen Kräften. Ein Rollenlager, das sind die Lager, die wir verwenden, die können sowohl axiale als auch radiale Kräfte deutlich besser aufnehmen als ein Kugellager. Der Kit oder die Kits, die wir anbieten, um eine Zwischenwelle abzugraden, besteht immer aus einem A, qualitativ hochwertigem Lager oder höherwertigem Lager im Vergleich zum Originallager und B in einem offenen Lager und C nicht in einem Kugellager, sondern in einem Rollenlager. Das heißt, ein Zylinderrollenlager ist die erste Wahl und wenn das auch noch offen ist, ist es das beste Lager, was man in eine Zwischenwelle montieren kann. Die älteren Zwischenwellen bis Baujahr 2004 kann man umbauen oder umrüsten und zwar im eingebauten Motorzustand. Man ist in der Lage, die Lager, die an dieser Stelle aufgenommen werden, hier zu wechseln von außen
und hat dann für einen finanziellen Aufwand in der Größenordnung von 500, 600 Euro eine neue Zwischenwellenlagerung und man kann sich ziemlich sicher sein, dass die Schäden dann nicht mehr auftreten. Bei den Motoren letzter 996, erster 997 ist ein Wechsel des Lagers leider nicht mehr möglich von außen, sondern dafür muss der Motor zerlegt werden. Allerdings, man sieht schon den Größenunterschied, das ist das letzte Lager, ist das Lager so dimensioniert, dass es, obwohl es nicht das optimale Lager ist, eigentlich keine Probleme verursacht. Im Rahmen einer Motorrevision wechseln wir das Lager immer aus, weil es halt in dem Sinne keine Arbeit ist und von den Kosten her muss man dann gar nicht drüber nachdenken. Die zweiten Probleme, die auftauchen bei den Zwischenwellen, ist die Befestigung der Antriebsräder auf der Welle selbst. Dieses ist jetzt lose. Das gehört normalerweise an diese Stelle. Und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das ist eigentlich nicht so bekannt auch, kaum einer weiß es, dass sich diese Räder auf dem Schaft, auf der Welle selbst drehen. Ich will das mal verdeutlichen. Hier kann man es sehen. Das heißt, es macht Sinn, diese Räder gegen Verdrehen zu sichern. Dafür gibt es eine Lösung. Wir bieten eine Lösung an. Das heißt, diese Wellen werden vermessen, kontrolliert und es wird eine Verstiftung vorgenommen. Das heißt, die einzelnen Räder werden von uns mit Stiften verstiftet und gesichert, sodass es unmöglich ist, dass sich dieses Rad auf dem Wellenschaft drehen kann. Weiterhin gibt es Probleme mit den Lagerdeckeln, die im Motorgehäuse stecken. Diese Lagerdeckel gibt es in zwei Generationen. Die erste Generation hatte an dieser Stelle einen dünnen O-Ring, einen Rundschnurring genannt. Die neue Generation hatte einen Quadring, also einen Rechteckring, der bereits deutlich breiter war. Die dünnen Rundschnurringe führten dazu, dass Öl austreten konnte. Die neuen, moderneren, dicken Ringe und auch breiteren Ringe sind da absolut unkritisch, funktioniert prima. Wir bieten auch eine Umrüstung an, das heißt auch Deckel, die eigentlich für einen dünnen Rundschnurring vorgesehen waren, geben so viel Material her, dass man die mechanisch umarbeiten kann, damit die besseren Dichtringe montierbar sind. Ja, das war's zum Thema Zwischenwellen M96 und M97 Motoren.